Ja, Leute, willkommen zu einem kleinen Fun-Projekt. Roboter sucht Hund, oder wie es auf Englisch heißt, Robot Wanted Puppy. Ja, wir starten ein neues Spiel, das ist ein Browser-Game. Kann man zum Beispiel auf spielaffe.de spielen. Ein sehr lustiges Spiel, wie ich finde. Es macht wirklich Spaß, es ist relativ kurz, also ich denke, ich werde es ziemlich schnell durchhaben. Und es ist nur ein zwischenzeitiges Fun-Projekt. Also, viel Spaß dabei. Dann fangen wir gleich mal an. Das ist der Year 2000XX. In the... Jo. Eigentlich eine ziemlich uninteressante Story, besonders weil sie auf Englisch ist. Deswegen werde ich jetzt einfach mal weiterklicken. Worum es eher geht hier in dem Spiel, ist ja das Spielerische. Und ich möchte euch mal ganz kurz was Bestimmtes zeigen. Moment. Irgendwie ging das doch. So, genau. Wenn man springt und dann stirbt, dann kommt man da oben hin. Also wer sich gefragt hat, wie man da oben hinkommt, wer das schon mal gespielt hat, so kommt man da hin. Das ist jetzt aber erstmal egal. Oh Mann, ich sterbe ja echt... Na komm. Ich bin eigentlich nicht so ein Noob da drin. Also man steuert mit den Pfeiltasten, also man kann springen mit der Pfeiltaste. Sonst gibt es da eigentlich nichts Wichtiges. Später gibt es noch ein paar Fähigkeiten. Da oben bekommen wir jetzt auch schon gleich mal eine. Jetzt können wir auf X diese Katze nach den Gegnern schmeißen. Und die zerkratzt die dann halt. Was ich auch schon eine richtig geile Idee finde. Und das ist sowieso mal wert, das zu spielen. Ja, vielleicht hört ihr jetzt gerade im Hintergrund die Musik. Die ist halt ziemlich laut bei mir. Auf dem Mikrofon. Oder Kopfhörer. So. Also auch wenn die so weglaufen, man darf die Gegner überhaupt nicht berühren. So, hier haben wir einen Checkpoint. Also diese Pulte sind die Checkpoints. So, ja. Wir müssen halt auch immer zu der Katze wieder hin. Das mache ich jetzt mal ganz schnell und elegant. So, und einen Trick gibt es da bei den Aliens hier auch. Die drehen sich immer um, wenn man sie abschmeißt. Das heißt, wenn die auf einen zulaufen und man dann abschmeißt, dann dreht sie sich auch um. Und das ist manchmal ziemlich praktisch, wenn man wenn man bedrängt wird. Besonders, wenn man dann später, So habt ihr es gesehen? Er hat sich umgedreht und ich konnte ihn abschmeißen, ohne Gefahr zu laufen, dass er mich trifft. Da muss gleich was kommen. Das warte ich jetzt noch ab. Oder doch nicht. Ah, nee. Ist eins höher. Gut. Der fällt da runter. Hier haben wir auch wieder so ein... Ja, eine Steigerung von diesen Klauen von Kitty. Heißt es ja. Heißt die Katze. Und, da kommen wir aber noch nicht hin. Dafür brauchen wir eine bestimmte Fähigkeit. Ich glaube, es war entweder der Doppelsprung. Den bekommen wir noch. Oder... den verbesserten Hubschrauber. Wow, ja. Da habe ich ein bisschen zu lange gebraucht, um zu reagieren. Boah. Also mittlerweile sind hier doch ein paar viele Gegner. Und hier, das sind so Art Bienen. Wow. Noch geschafft. So, hier bei diesen Bienen. Bienen haben immer ein Nest. Deswegen erstmal das Nest kaputt machen, weil sonst kommt da immer wieder einer raus, wenn man die erledigt hat. Und so kommen wir da halt besser durch. Oh, verdammt. Das war failed. So. Das auch. Hä? Och nee. Komm. Boah, das war knapp.
ich wollte noch rausspringen. Ah, so sieht man es auch hin. Moment. Zack. Müssen wir gar nicht. Oh, Gefahr laufen. Ich spring genau rein. Was ist denn das? Stirb. Ja, die Musik ist eher nervig, aber. Na gut, was kann man von so einem Spiel auch erwarten? Es ist nun mal ein. Oh, Alter, die sind aber schnell. Die sind richtig schnell, wenn man sie abgeschmissen hat. Deswegen immer in Deckung bleiben. So, wir haben jetzt. Ja, wir haben jetzt den ersten Schlüssel. Und können deswegen überall hin, wo diese Blockaden sind, wo eine 1 draufsteht. Och Gott. Und da sehen wir auch schon eine neue Fähigkeit. Sehr schön. Erstmal den hier besiegen, genau. Und jetzt kommen wir zu der Fähigkeit. So, jetzt sehen wir auch, da ist eine 2 jetzt über der Katze. Oder über diesen Clown. Ups, da war ich schlecht. Aber das ist sowieso egal. So muss ich wenigstens nicht. Ach Gott, was mache ich denn? Ist weg da. So, schön. So, diese Viecher, wie ihr schon seht, spucken so lila Viecher. Oder so lila Teile. Oh, das war riskant. So, erstmal die Bienen. So, und in jedem Gebiet gibt's eine neue Musik, wie ihr hört. Auch nicht schlecht. So. Komm, jawohl. Und so. Ich wollte euch auch mal einfach nur das Spiel zeigen, eigentlich. Aber so ist. Machen wir halt ein Let's Play draus. Ist ja auch egal. Ah, nee, jetzt hatte ich gedacht, hier kommt schon der erste Endboss, aber der kommt noch nicht. Och Gott, bin ich schlecht. Ah, was auch ein bisschen nervt, ist halt dieser Musikwechsel. Ja, er nervt ein bisschen. Der ist nicht schön. Wow. Wow, das war knapp. Viel besser kommt man da so weg. Ja. Ein Glück können wir hier nicht erwischt werden von dem. Jetzt haben wir es geschafft. Und da wartet auch schon eine komplett neue Fähigkeit auf uns. Der Hubschrauber. Das ist die erste Form des Hubschraubers, kann ich schon mal gleich sagen. Also wenn wir jetzt doppelt nach oben drücken, macht Kitty einen Hubschrauber. Ja. Können wir natürlich da oben brauchen, aber ich hole mir jetzt erstmal noch das. Jawohl! Boah! Schön. So, jetzt können wir uns gleich wieder sterben lassen. Denn wir kommen nicht an die Katze dran. Ist natürlich auch klasse, wenn man nicht an die Katze dran kommt mehr. So, aber jetzt. Ach Gott, nein! Was mache ich? Boah! Na komm. Boah! Ich hab's sogar noch geschafft. Ja gut, wir gehen jetzt erstmal hier drauf. Okay, dann hätten wir hier alles. Alle Gegner besiegt. Und ich werde in diesem Let's Play auch alle Gegner besiegen. Ich werde 100% drüber schreiben. Das heißt, wir werden alles einsammeln und alle Gegner besiegen. Für manche Sachen kommt man noch nicht mal irgendwas Bestimmtes, wenn man sie einsammelt. Wie zum Beispiel für so einen komischen Smiley, kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Der ist. Ja, da kommen wir weiter. Dieser Smiley ist sowas von schwer zu erreichen. Ich hätte echt gedacht, da bekommt man irgendwas Bestimmtes, aber später hat man dann wirklich nur. Oh, war das knapp. So, jetzt müssen wir aber trotzdem sterben, oder? Nee. Wir machen es einfach mal so. Und. Oh,
Ich bin zu früh gesprungen. Hat schon gedacht, es wäre aus. So, hier ist jetzt ein nicht so tolles Teil. Also erstmal den hier besiegen. Aber wir kommen hier noch nicht zu der Kralle. Das wird später noch relevant sein. Aber da unten sehen wir schon den ersten Endboss. Kann ich auch schon mal ein bisschen spoilern. Da gibt es dann auch schon gleich die entsprechende hektische Musik. Also wir können... Er hat so ein Schutzschild und wenn man da Kitty dran schmeißt, dann verschwindet sie. Das heißt, es ist nicht so gut. Oder verschwindet nicht, sondern geht wieder auf den Roboter. Wie ihr seht. Also muss man in das Loch reinschmeißen. Oh Mann, war das schlecht. Nein! Angeeckt. Ah. Verdammt. Ja, sowas habe ich früher gespielt. Und ich glaube, ich muss es mal wieder... Ja, gut. Ich wollte es halt auch mal wieder durchspielen und... Ja, getroffen. Aber es hat immer noch nicht gereicht. Also wenn man alles richtig macht, kann man sie innerhalb... Oder kann man den Gegner innerhalb von... zwei Treffern schon klein bekommen. Das war bis jetzt mein Rekord. Ja, waren drei Treffer diesmal. Also er ist nicht so ein besonders gut. So, den haben wir. Wow, so gut hatte ich den noch nie klein bekommen. Verdammt. Nein, nicht den! Ja, da seht ihr es mal. Schon wieder. Ach ja. Und jetzt werde ich erstmal nach oben gehen. Da ist nämlich ein Checkpoint. Haha. Schlau. Ich bin eine richtige Intelligenzbestie. Gut, da können wir noch nicht durch. So. Boah, war das schön geschmissen. Gut, da kommen wir noch nicht weiter, aber das war jetzt erstmal nur, um den Gegner da zu erledigen. Wow. Also diese Fliege da ist, die ist auch einfach. Die ist wirklich sehr einfach. So, erstmal hier hin. Weil da geht's, glaube ich, weiter. Hier nicht. Hier geht's weiter. So. Wow. Nein! Doch nicht den! Oh Mann. Gut, jetzt können wir hier den. Nein, doch nicht. Oh. Gerade den schwereren getroffen. Och, das gibt's doch nicht. Was fail ich denn heute hier so? Das kann man eigentlich durchspielen, ohne einmal getroffen zu werden, ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben. Okay, manchmal ist es einfacher getroffen zu werden, als den ganzen Weg zurückzulaufen zum Checkpoint. So. Die Bienen sind natürlich immer das Nervigste. Diese Drohnen, kann man fast sagen. Ja, es sind Drohnen. Was anderes ist das ja nicht. So, zack. So, jetzt kommen wir hier nicht mehr dran, deswegen gerade mal sterben lassen. Und ich werde hier doch mal weitermachen. Auch wenn es hier etwas schwieriger ist. Wow, das ist das erste Mal, dass ich das geschafft habe. Nein! Ach, das gibt's doch nicht. Habe ich es wenigstens schon beseitigt? Ja. Gut. Dann hier rüber. Oh. Nein! Wurden noch getroffen. Mist. So. Ja, jetzt bin ich schon in der Falle. Gut. Oh, da gibt's auch nochmal was. Ja, das ist so eine Art Secret. Später muss man sich auch in solchen engen Gebieten aufhalten. Och Gott, dann lasse ich Kitty los. Was war denn das?
So. Der Schlüssel. Da mussten wir tatsächlich hin. Okay. Was war denn das? Ich bin noch gesprungen. Nein, der war schon so nah hinter mir. Anscheinend ist es so, dass das... So, perfekt. Was? Nein. Das wäre jetzt viel besser gewesen. Na gut, jetzt müssen wir hier rüber. So. Ja, da kommen wir noch nicht hin. Das ist auch scheißegal. Weil später haben wir eine viel bessere Fähigkeit dafür. So. Nein, nicht dich. Ah, Gott sei Dank. Kratz, kratz, kratz. Da kommen wir noch gar nicht hin, oder? Da ist die Trillerpfeife. Das ist richtig wichtig, die Trillerpfeife. Und deswegen werde ich mich jetzt auch mal sterben lassen. So, oder ja, töten lassen. Sterben lassen, lol. So, jetzt können wir die Drohne hier ausschalten. Ausschalt. Och nee! Ich hab gedacht, die geht langsam mal kaputt. Aber nein. Wahrscheinlich jetzt sowieso nur noch. Oha! Wieso geht die so. Wieso geht die so hoch? Ist die ein. Okay. Die Drillerpfeife. So, wenn wir jetzt doppelt X drücken, kommt Kitty wieder zurück. Das ist sowas von wichtig. In dem Spiel. So, und hier bekommen wir eine zweite Klaue. Wow. Schön. Wie lang nehme ich... Oh, ich nehme schon ziemlich lang auf. Ich glaube, ich werde schneiden. Haha. Nein, ich werde ganz kurz mal... Ja gut, ich sag jetzt einfach mal... Genau. So mache ich das. Sicheres Plätzchen und dann sage ich bis zum nächsten Part und ciao, wo ist die Maus? Hallöchen, ah da. Gut, ciao.